Schönen guten Tag und hallo bei Frankie Zimmerecke. Heute fahren wir den vierten Teil in Transient World 3 unserer Zugrundreise, ja, von Oldenburg nach Bremen. Und da habe ich mir ein Szenario rausgesucht für den T66 707 von Emden nach Falkenberg. Und den fahren wir auf der Strecke von Oldenburg nach Bremen Hauptbahnhof. Das ist ein leerer Personenwagenzug, der wird dann bereitgestellt. Ja, ich habe mir das Wetter mal eingestellt, dass es nicht dauernd regnet unterwegs mit dynamischem Wetter, auf leicht bewölkt. Und wir fahren die Baureihe 103, also unsere alte Schnellzuglok aus den 60er, 70er, 80er Jahren, auch den teilweise noch den 90ern. Und ja, da werden wir mal eine gemütliche Fahrt von Bremen nach Oldenburg machen. Wir haben die 103 vorne dran, wiegen 438,3 Tonnen, haben 9 Waggons und eine Gesamtzuglänge von 229,60 Meter, also knapp 230 Metern. Das Ganze sieht dann von außen so aus. Schön gemischt alles, heilloses Durcheinander. Ein alter Silberling-N-Wagen. Dasselbe nochmal mit dem Steuerwagen vorne dran, hinten als zweiten. So, hier haben wir den Intercity-Wagen. Und noch ein paar Dostos hinten dran. Und auch hier noch altehrwürdigen Silberling. Also man sieht eine bunt gemischte Zuggarnitur, die, glaube ich, so auch nicht allzu oft vorkommen dürfte. Aber sei es drum. Wir rüsten unsere Lok mal auf. Machen den Richtungsschalter, stecken wir ein. Bewegen den in die Vorwärts. Richtung. Bildsteuerung brauchen wir nicht. Irgendwie kann man auch hier noch die Pultbeleuchtung einstellen. Die sind auf Normal. Lokführer, da ist es. Die schalten wir uns mal ein. Wir schalten die Instrumentenbeleuchtung auf ein. Und stecken unseren, beziehungsweise der Bremsschlüssel ist schon drin, den müssen wir nur entsperren. Höherer Bremsventil wird geöffnet. Wir schalten uns die Zugsicherungssysteme ein, PZB und die SIFER. Und jetzt haben wir, glaube ich, noch ein rotes Ausfahrsignal, wenn ich das sehe. Mal kurz im Stellwerk anrufen, was da geplant ist. Fortfahren gemäß Signalbilder. Ja, jetzt haben wir grün. Okay, und jetzt steht auch die Ausfahrt. Wir lösen das Führerbremsventil. Die direkte Bremse. Und schalten mal vorsichtig Leistung auf, dass uns der Hauptschalter nicht um die Ohren fliegt. Wie gehabt, ne? Muss man ja gebetsmühlenartig immer wieder sagen, weil das geht ruckzuck bei den alten Einheitsloks mit dem Thyristorschaltwerk. Und dann bringen wir mal unseren Gemischtwarenladen nach Bremen. Schon gehen die Fahrlüftermotoren an. Herrlich, die alte 103 war eine meiner Lieblingsloks oder ist es auch heute noch.
Ja, Bremen-Oldenburg hatte ich ja schon um Weihnachten schon mal vorgestellt, als sie gerade rausgekommen ist. Sie hat jetzt heute noch mal mit dabei, weil sie auf unserer Rundreise mit vorkommt. So, Zwangsbremsung weiß ich nicht warum. Fängt ja schon wieder klasse an. Da möchte ich jetzt gerne mal sehen, warum da jetzt eine Zwangsbremsung drin war. Da war nämlich gar nichts. Mast. Befreit hatten wir uns und die Geschwindigkeit haben wir auch nicht übertreten. Gut, gibt wieder ein paar dumme Fragen von der Fahrdienstleitung. Das soll uns an der Stelle aber nicht interessieren. Fahren wir eben neu an. So, ja, muss man erst ganz ausschalten, den Richtungswender, sonst wird das nichts. Ja, gleich eine ungewollte Zwangsbremse zu Beginn unserer Fahrt. Ist natürlich ärgerlich, aber warum habe ich jetzt nicht so ganz gesehen. Aber weiter geht's. Zwangsbremsung kann es eigentlich nicht gewesen sein. Die hatte ich gedrückt. Keine Ahnung, was da jetzt schiefgelaufen ist. Manchmal, wie gesagt, entwickeln diese Eisenbahnsimulationen auch so ein gewisses Eigenleben, habe ich manchmal so das Gefühl. So, und jetzt geben wir aber jetzt mal richtig Gas hier. Und dann schauen wir mal, was uns sonst noch so erwartet. Schon sind wir wieder zu schnell. Freut sich auf gerader Strecke. Na gut. Ja, man hörte immer schön das Knallen des Schaltwerkes.
Bei der E 140, 141 ist es besonders deutlich zu hören, deswegen heißt sie auch Knallfrosch. Aber leider findet man die auch nicht mehr allzu häufig auf dem deutschen Streckennetz an. Leider sind viele verschrottet worden und wenn sie noch fahren, dann nur noch in privaten Eisenbahnunternehmen. Schade. War noch echte Wertarbeit. Der Kollege mit dem Silberling. Ja, Bremen-Oldenburg ist noch eine der etwas neueren Strecken im Transim World 3. Komplett mit der neuen Nicht-Programmierung. Sieht visuell gegenüber den älteren Strecken dementsprechend auch ein bisschen besser aus. Gerade so, wenn Sonnenaufgang oder wenn es in die Abendstunden so in die Nacht reingeht. Nur 90 fahren darf, das habe ich gar nicht so in Erinnerung. Ja, wir sind die Strecke ja schon mal in die entgegengesetzte Richtung gefahren mit einer S-Bahn Baureihe 425. Und heute fahren wir halt jetzt diesen Mischmaschzug zur Bereitstellung nach Bremen. Was dann die Kollegen damit veranstalten, kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr mit, das ist dann nach unserem Feierabend. Ja, ist nur 100 erlaubt. Sind natürlich die 103 geärgert als klassische Schnellzuglok, mehr oder weniger mit ungefähr um die 90 km/h dahinzuzuckeln. Und diese Maschinen haben uns auch viele in Europa und überhaupt beneidet. Ein paar wenige gibt es heute noch. Die meisten sind auch da leider verschrottet worden. Für Museumsfahrten stehen aber noch
Maschinen zur Verfügung und werden auch dementsprechend von Eisenbahnfreunden gepflegt und gehegt. In den jeweiligen Privatorganisationen. Inwieweit jetzt die Bundesbahn da noch in irgendeiner, oder die Deutsche Bahn heißt sie ja jetzt, noch in irgendeiner Form beteiligt ist, kann ich an der Stelle gar nicht sagen, das weiß ich nicht. Auf dem Koblenzer Eisenbahnfest sieht man eigentlich immer eine 103 hin und her fahren, eine Kamera auf dem Führerstand drauf. Das ist immer sehr, sehr, sehr interessant. Ja, zumindest dürfen wir in 2 Kilometern dann mal 120 fahren. Ja, und auch hier sieht man, das Ding ist komplett abgewetzt. Der Führerstand sieht total vergriffen und abgegriffen und ja, total zerschreddert, hätte ich beinahe gesagt, aus hier. Überall hängt der Schmodder hier. Also, wenn man das so sieht, wo man sich früher keine Gedanken drüber gemacht hat und heute im Zeitalter von Corona und allen sonstigen Keimen, die da so herumschwirren, ist das schon fast ein Ding, die Möglichkeit, so ein Ding anzufassen. Muss wahrscheinlich alles erstmal desinfizieren. Aber gerade das macht das Flair so einer Maschine aus. Ja, wo alles geschniegelt und gebügelt und desinfiziert ist und weiß ich nicht, was alles frisch lackiert. Das ist ja keine Kunst. Aber hier so ein Führerstandstisch, ja, das ist schon. Das sieht schon richtig, richtig klasse aus. Hier überall der Rost in der Ecke. Hier, da, keine Ahnung, vielleicht mal Kaffee an die Decke gespritzt. Also das sind schon Sachen. Zu schnell. Ja, drüben gemischter Güterzug. Oh, kriegen wir ein rotes Signal auf 1,5 Kilometer. Halt erwarten. Ah, jetzt ist es umgesprungen. Ja, Vorsignal ist grün. Wahrscheinlich treiben wir noch einen anderen Zug in den Block vor uns her. Das ist gut möglich. Ah, könnte auch sein, dass das vorhin der Grund war für die Zwangsbremsung, dass wir das nicht gesehen haben, aber das glaube ich nicht. Signal zeigt HP1. Ja, also irgendeiner ist im Block vor uns unterwegs, weil wir haben schon wieder eine Ankündigung. Deswegen lassen wir ihn jetzt mal kurz rollen. Jederzeit bremsbereit. Ja,
ist auf grün gesprungen. Jetzt kriegen wir keine Leistung. Warum? Naja, die alte Dame braucht ein bisschen zum Beschleunigen. So, immer ein Auge oben drauf haben, dass es nicht wieder irgendwo rot wird. Ja, kaum sage ich's. Halt erwarten. Ja. Das ist heute eine Fahrt mit. Jetzt gar nicht gedacht, dass man unterwegs unter Umständen stehen bleiben müssen oder dauernd langsam fahren müssen. Doch abschalten. Gut. Jo, da ist natürlich rot da vorne. Keine Ahnung warum. Aber da muss einer im Block vor uns sein. Da müssen wir auf Signalwechsel warten. Und die Sonne scheint so schön da drauf, dass man eigentlich kaum was sieht. Ich mache jetzt mal was, was man normalerweise nicht macht, also gegen rotes Signal anfahren. Aber es kann sein, dass wir hinten irgendwo in der Weiche drin stehen. Nee, stehen wir nicht. Alles gut. Ah, und schon ist auch grün. Hat sich alles erledigt. Nicht zu schnell, nicht mehr wie 30. Wechselblinken nicht schneller wie 45 km/h. Eigentlich 40 plus 5 km pro Stunde Toleranz.
fährst ja schon wieder rot in 3 Kilometern. Ich sag mal. So eine richtige Hindernisfahrt. Ja, da hätte man dann auch noch einen Rangierlok nehmen können für den Bummelzug. Aber egal. Seht ihr auch mal die abgewetzte 103. Ja, wir schalten mal wieder ab. Ich denke mal, kommt gleich wieder ein Vorsignal mit Halt erwarten. Jo, das sieht wieder. Ja, da haben wir es schon. Vorsignal halt erwarten. Ruhe. Also irgendwie haben wir es heute mit roten Signalen. Da wären die 40 Kilometer gefühlt zu 80 Kilometern. Was haben wir hier? Baureihe 110 wahrscheinlich. Jo. Mit Silberlingen hinten dran. Passend zur 90er Jahre Zeit. So, wir fahren mal ganz langsam weiter und schauen mal, ob es vielleicht doch noch auf grün umspringt. Aber. Ja. Siehst du? Manchmal lohnt sich's. Können wir uns auch direkt befreien? Jo, und wieder rot in 3,8 Kilometern. Muss man sich echt konzentrieren, dann die SIFA nicht vergessen. Sonst haben wir gleich noch eine Zwangsbremsung. Ach, schön. Schalten wir schon mal ab.
Ja, der reinste Bummelzug heute. Und gerade umgesprungen. So, jetzt schauen wir mal, wie weit wir jetzt kommen. Wir haben ja immer noch reichlich 15 Kilometer. Möglicherweise haben wir einen Güterzug vor uns. Vorsignal ist grün. Ja, jetzt die letzten paar Meter darf man dann 160 fahren. Also das ist auch. Aber gut, das kann schon sein. Jetzt ruckelt er sich jetzt einen ab. So, immer ein Blick auf die Signalisierung. Fahrt und Fahrt erwarten. Junge, Junge. Ja, und wieder halt erwarten. Ey, ey, ey. Man hätte es sich ja denken können. Ich hoffe, dass wir heute noch in Bremen ankommen. Bei verbleibenden 12 Kilometern ist das gar nicht so einfach. Er springt bestimmt auch gleich auf grün. Ich glaube eher nicht, oder? Mal frische Luft reinlassen bei dem Geschleiche hier.
Jo. Da ist es schon wieder rot. Gucken, was die Fahrdienstleitung sagt. Auf Signalwechsel warten, alles klar. Ach, jetzt, wenn du stehst, wird's grün. Toll. Jo. Sehr interessant, die Fahrerei heute. Kommt in der Form auch nicht so häufig vor, aber gehört dazu, wie man sieht. Man traut sich schon gar nicht mehr richtig Gas zu geben. Ah, jetzt ist das Signal nochmal umgesprungen. Aber wo wollt ihr denn alle hin? Knappe 10 Kilometer vor Bremen. Das Signal zeigt grün. Ja, schon sind wir zu schnell.
sieht schon lustig aus, diese Komposition. Hat es aber auch schon in Real Life oft genug gegeben. Ja, da kommen wir unserem Ziel immer näher. Ungefähr 4 Kilometer. Das war, glaube ich, gerade nur 155 mit dem Güterzug hier links. Und wir nähern uns unaufhörlich der Hansestadt Bremen. So, jetzt fahren wir einmal kurz über die Weser. Langsame Einfahrt in den Bremer Hauptbahnhof. Und jetzt noch mal befreien kurz. Signalwiederholer. Sich KMH angesagt. Da Gleiswechsel.
Da kommt da schon die Bremer Bahnhofshalle in Sicht. Aber so wie es aussieht, fahren wir dann durch und in die Bereitstellung oder in die Abstellung. Du wirst doch nicht. Ja, wir fahren durch die Halle durch und dann in die Abstellung. Kollege mit seinem Intercity. Und die 110er Baureihe mit den Silberlingen. Der wird dann wahrscheinlich hier nochmal entzerrt, der Zug, und dann gibt es verschiedene Zugzusammenstellungen, Kompositionen, und dann werden die in alle Richtungen dann fahrplanmäßig wohl eingesetzt. Ja, das ist die Bereitstellung eindeutig. Die Zielmarkierung hatte ich eigentlich ausgeschaltet, die farbige. Muss ich nachher nochmal gucken. Egal. So, ja, wir sind angekommen. Bisschen früh gebremst. Ah, da geht auch noch der Luftpresser an. Zack, und da sind wir angekommen. Schauen wir mal, was wir da so erreicht haben. Ja, Silbermedaille. Ja, das ist wahrscheinlich der Zwangsbremsung gleich am Anfang geschuldet. Jo. Aber nicht weiter schlimm. Wir haben Teil 4 geschafft. Und beim nächsten Mal würde ich sagen, fahren wir dann von Bremen nach Münster Richtung Ruhrgebiet mit dem ICE4. Und das wird dann wieder sein im Train Simulator Classic. Müssen wir dann wieder umswitchen auf Laptop. Aber schauen wir mal, ob ich die Folge noch vor der Reha mache. Ich bin demnächst 5 Wochen weg jetzt, ab nächsten Dienstag, den 25. April. Vielleicht mache ich sie vorher noch, ansonsten mache ich sie, wenn ich wiederkomme, Ende Mai, Anfang Juni. Jo, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, trotzdem immer Däumchen nach oben, Kanal fleißig abonnieren. Und dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao.